Salve, meine Lieben und Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 2, meine Freunde. Ja, hier auf meinem Kanal, lange hat es gedauert, bis ich euch endlich wieder die Ohren abquatschen kann und bis ihr euch endlich wieder den Mist zusammen anschauen könnt, den ich da zusammen mit Günther fabriziere. Ja, warum hat es so lange gedauert? Das hatte zwei Gründe. Zum einen, jetzt gerade in der Zeit, wo ich dieses Video aufnehme, habe ich im Moment kein Internet. Das hat den Grund, dass ich von der Telekom das Internet abgestellt bekommen habe, weil sie mir eine fehlerhafte Rechnung geschickt haben. Also das waren knapp 240 Euro, die sonstige Grundgebühr inklusive dem Traumpaket und was ich sonst immer habe, sind so um die 70 Euro. Auf einmal hatte ich 240 Euro und ich natürlich in meinem starrsinnischen Style, den ich nun mal habe, habe gesagt, nee, bezahle ich nicht. Und ja, dann hat man mir das abgestellt und jetzt in der Januarrechnung, das war das Lustige, wurde das Ganze wieder gutgeschrieben und trotzdem haben sie mir es abgestellt. Naja, so ist das halt bei der Telekom. Mafia-Verein. Naja. Und der andere Grund war, dass ich muss jetzt auch ab und zu immer noch mal ein bisschen schlucken, dass ich eine richtig hässliche Krankheit hatte. Ich konnte nicht reden, ich habe nur Rotze geheult, nicht geheult, aber ich habe Rotze gerotzt. Rotze rumgerotzt, gerotzt im Rotz, naja, egal. Ich bin im Rotz geschwommen und deshalb habe ich da gesagt, das hat gar keinen Sinn, da jetzt irgendwie groß aufzunehmen, wenn ich dann immer das Mikrofon ausmache und wieder anmache und dann, das hätte nichts gebracht. Deshalb lieber jetzt frisch und mit Medikamenten vollgeballert, rein in die Action auf der Suche nach Diablo. ja, wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben hier? Suchen Sie in der Kaserne des Klosters nach dem Horadrimalos. Sehen Sie sich vor dem Schmied vor, der ihn bewacht. Ja, wir müssen so langsam jetzt mal schauen, dass wir Richtung Andariel vorstoßen, ne? Deswegen würde ich sagen, ohne groß Gebabbel, mache ich doch nochmal ein bisschen den Ton auf meinem Öhrchen leiser. So. Und dann holen wir mal unsere Gestalten hier mal hinzu. Das ist F5, F6 und bis F8. Das ist F5, F6, F7, F8. So. Was war das? Was haben wir mal genommen? Das hier, glaube ich. Naja, so sieht das aus. Das ist der Feuerfelsen. Felsenfeuer. So, als wir das letzte Mal aufgehört hatten, hatten wir ja die liebe Frau von und zu Gräfin getötet, ne? Da könnt ihr euch ja sicherlich noch dran erinnern. Und was mir aufgefallen ist, das ist mir aufgefallen, als ich mir die Folge danach nochmal angeschaut habe. Wir haben in Tristram ganz vergessen, das Wirtsbein mitzunehmen. Das ist mir... ja, ich habe das Spiel schon so oft durchgespielt und immer habe ich dieses scheiß Wirtsbein dabei... Entschuldigung, dieses blöde Wirtsbein dabei gehabt. Aber nie habe ich es... Also ich habe es schon mal eingesetzt, ich war auch schon in diesem... Easter Egg Level gewesen, aber ich habe irgendwie habe ich da nicht so wirklich dran gedacht. Ihr hättet ja auch mal was sagen können, ne? Ihr seid da immer so stumm und guckt einfach zu, was ich da mache. Ihr hättet ja auch mal was sagen können. Naja. Wir werden das auf jeden Fall noch nachholen. Ich habe mir da was überlegt. Ich denke, wir werden das Ganze in einer Special-Folge verpackt. Und werden wir uns dann aufmachen in Richtung Q-Level. Das gibt's dann aber erst später. Also das kommt jetzt noch nicht gleich, das werden wir dann später irgendwann nachholen. Da haben wir ja noch genügend Zeit, bis Diablo 3 rauskommt, noch hier jede Menge Spaß zu haben mit Diablo 2. Und wir wollen ja noch dann natürlich nach Diablo 2, nachdem wir den guten Lord des Bösen getötet haben, wollen wir uns ja auch natürlich noch in den fünften Akt, also in den Akt begeben, der mit dem Addon dann dazu gekommen ist, also Lord of Destruction. Denn da wartet ja auch noch ein... Warum ist der so schnell? Da wartet ja auch noch ein lieber netter Dämon auf uns. Und viele andere weitere Dämonen. Die wollen wir uns alle holen, die Dämonen. So, genauso wie den hier. Ach, ist das schön, endlich mal wieder aufnehmen zu können. Das hat mir schon ein bisschen gefehlt. Das ist ja mittlerweile schon so ein richtiges Hobby von mir. Sagt er nach 10 Folgen, hahaha, was labert der denn für einen Müll? Nee, das macht auf jeden Fall Spaß, dann und auch mit euch dann drüber bei Facebook und auch auf meinem Kanal dann drüber zu diskutieren und zu quatschen und so. Das macht schon richtig Laune, muss ich sagen. Gefällt mir. So. Und was ich auch noch sagen muss, da gibt es jetzt dann demnächst wahrscheinlich auch noch Neuigkeiten zu. Ich muss mich da jetzt aber erst wieder ein bisschen bei Dennis Wert hochschlafen. Dennis Wert, a.k.a. Mafuyu LP, das ist der ja gute Kollege und ja, mein Chef sozusagen, der mir das Kanaldesign entwerfen wird. Ja, da sage ich jetzt schon mal im Voraus, danke, danke, danke. 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 Ja, da gibt es dann demnächst mehr zu. Das seht ihr ja dann, wenn das Ding dann online ist. Ne, könnt ihr ja ein bisschen abwarten hier. Ist ja nicht mehr so lange hin.
Aber wie gesagt, dadurch, dass halt das Internet abgekappt wurde, so plötzlich dann auch, ich habe zwar damit gerechnet, weil das Telefon schon abgestellt wurde und dann dachte ich mir schon, na, so gegen 3 Uhr nachts ist das dann immer so, dass die Telekom auch das Internet tötet sozusagen. War mir das schon fast klar, dass dann auch in der Nacht dann auf den nächsten Tag, ich weiß gar nicht, war das jetzt, ich glaube die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, war das so? Was haben wir denn heute? Heute ist Freitag. Ich nehme die auf. Ich nehme gerade auf, da ist es Freitagnacht. Oder Freitagmorgen, wie auch man immer es nehmen will. Und dann war das die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ja, die Nacht von Mittwoch auf. Nee, die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. So. Haha, jetzt habe ich's. Da ist was passiert, da haben sie mir das Internet getötet. Und dann, man merkt erstmal, wenn man kein Internet hat, wie sehr man doch eigentlich vom Internet abhängig auch ist und wie sehr man doch eigentlich seine ganze Kommunikation schon auf das Internet verlegt hat, ja. Natürlich, mal klar, ich habe ein Handy, ich habe alles und aber man merkt dann erstmal so richtig, wie sehr einem dieses Internet doch eigentlich fehlt. Ja, das merkt man aber leider erst, wenn es einem fehlt. Auch wenn das jetzt so total schlaue Aussage ist, aber man merkt erst so richtig, wenn das Internet einem fehlt, dann, wenn es dann nicht mehr da ist. Das ist schon wirklich erstaunlich. Wenn ich mal zurückdenke, so vor, ja, so sagen wir mal 10 Jahren oder so, da war das einfach nicht so. Da war einfach das Internet noch nicht so, sag ich mal, ja, nicht so wichtig. Es war einfach noch nicht so wichtig. Es hat noch nicht den Stellenwert gehabt. Und ich bin ja froh, dass ich über Facebook wenigstens ein bisschen mit euch kommunizieren konnte und mein Frust loswerden konnte über die Telekom. Denn man hat ja halt so iPhone und so, das hat man ja mittlerweile alles. Ja, man ist ja mittlerweile out, wenn man keins hat. Ja. So ist das heutzutage, so ist das. So, wir haben da vorhin was Gelbes gefunden, ne? Eine Schärpe. Haha, nee, wir haben ja den Opi, der uns das dann daheim identifizieren wird. Ach, oder so. Das ist natürlich wunderbar. 10% schnellere Erholung nach Treffer, 15 Angriffswert, 19% verbesserte Verteidigung, 5 zu Leben und 1 zu Lichtradius. Den ziehen wir an. Ziehen wir an. Den ziehen wir an. Ein Speer. Ätherisch. Tschüss. Oh, die Klosterpforte. Ja, da müssen wir dann Böses gleich geht rein. von hier aus. Ja, sehe ich genauso. Stinkt schon nach Bösem. Ach so, da musste ich mir gerade mal einen ganz kleinen Schluck aus meiner Teekanne gönnen. Also aus der Teetasse. Nicht aus der Teekanne, das hätte ein bisschen heiß werden können. Laptop da. Da kommen sie doch. So, weiter geht's im Stealth-Schritt und auch hier bleibe ich dem Ganzen treu, dass ich immer erst am Rand alles aufdecke. Fragt mich auch nicht, warum das so ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. It is like it is. It is like it is. So, mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja. Oder vielleicht schaffen wir es ja, in dieser Aufnahme noch diese böse Dämonenschwester Andariel zu killen. Das wäre sehr gut und sehr wichtig. Deshalb, ich halte mich jetzt auch hier so ein bisschen ran. Ihr merkt das vielleicht. Ich bleibe hier nicht irgendwie dumm in der Gegend stehen oder laber euch hier groß zu und das geht sofort direkt los. Mit Deutsch hier. Nehmen wir mit. Lassen wir da. Töten wir. Tschüss, gute Nacht. Ich würde aber gerne nochmal in das. Oh, nochmal gerne in das Haus hier rein. Und eine Badike liegen lassen, die wir eh nicht brauchen. So, noch schnell die Dornenbestie getötet. Ich meine, also so langsam merke ich, wir werden sehr schnell Schaden. Wir bekommen sehr schnell Schaden. Das heißt, dass wir so langsam aber sicher uns mehr auf die. Das ist eine Höhle. So langsam aber sicher mehr auf die Magien konzentrieren sollten, die wir machen. Also auf die Naturkatastrophen, die wir herbeirufen können. Und vor allem auch auf diese Kreaturen Herbeirufung. Denn ihr merkt das vielleicht, der kriegt relativ schnell Schaden hier. Mit einem Barbar wäre das jetzt komplett anders da. Da könnte man hier durchrennen und lalalala, hier trefft man uns nicht.
Eigentlich wollten wir ja auch einen Barbaren spielen, ne? Das war ja eigentlich so geplant, das Let's Play, dass ich das mit einem Barbaren spiele. Weil das halt einfach ein Charakter ist, zu dem ich viel erzählen kann auch. Aber ich glaube, bis jetzt haben wir mit dem Günther hier ganz, ganz gut eigentlich... Sind wir eigentlich ganz gut bisher mit dem Günther gefahren. Ist ja ein ganz nettes Bürchen, ne? Ist ja ein ganz netter Kerl. Du. Da, ich müsste, theoretisch gesehen, müsste ich diese Karte hier jetzt nicht mehr ganz aufdecken. Weil wir sind ja auch vom Level, ja, wir sind schon Level 12. Das ist natürlich schon ziemlich hoch. Also im Grunde genommen bin ich, wenn ich das Game so privat zocke, sag ich mal, bin ich immer Level 13 zumeist, wenn ich dann hier aus diesem ersten Akt rausgehe. Bin ich meistens Level 13. Und da ist es wirklich so, dass man auch irgendwann aufhört zu leveln. Ich musste mal ganz kurz schauen hier. Ich habe vergessen, die Uhr zu starten. Haha, lustig. Naja. Kann auch mal passieren hier, ne? Ist ja alles live. Ist ja alles live. Hier wird auch nichts geschnitten und nichts. Außer es passieren solche Sound-Vorpass wie bei der Folge... Was war das? 9? 10? Keine Ahnung. Weiß es nicht mehr. Seht ihr mal, wie ich mich mit dem Thema befasse, ne? Wunderbar. Ach, die Ausdauer ist schon wieder leer. So, ja, wie gesagt, man levelt dann, man hört dann irgendwann auf zu leveln, weil die Monster logischerweise immer weniger bringen, beziehungsweise die bringen gar nicht weniger, aber diese Leiste hier unten steigt natürlich von Level zu Level. Das heißt, man braucht immer mehr Erfahrung, ist ja klar, um das Level zu steigern. Deswegen macht es dann auch irgendwann gar keinen Sinn mehr, die Karten mehrmals hintereinander zu machen. Auf höheren Schwierigkeitsgraden ist es ja dann so bei wirklich Leute, die das Game wirklich danach spielen, um bestimmte Gegenstände, also bestimmte Unique-Items zu suchen, ist es ja dann wirklich so, dass die mehrere Karten einfach mehrmals hintereinander machen. Oder bei mir war das früher auch so, ich habe das dann eine Zeit lang gemacht, ich habe dann immer wieder den Hauptgegner, den Endgegner des dritten Aktes, dann den Diablo und dann Baal. Ja, das sind diese drei, also das ist Mephisto, Diablo und Baal, das sind diese drei, ich sag mal, storytechnisch belangvollsten, sagt man belangvollsten, oder die storytechnisch wichtigsten Persönlichkeiten. Ja, Mephisto, Diablo und eben Baal, das sind diese drei großen Dämonenbrüder, wobei ich nicht mal weiß, ob das überhaupt Brüder sind, aber ich nenne die jetzt einfach mal so Brüder, Homies, die super...